oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüße und hallo und willkommen zur neuen One Happy Day Folge mit einer Android-App, der App Cartogram, Live Map, Wallpapers und Backgrounds oder End Backgrounds. Für die Familienmediathek zulässig, 3,2 MB groß, aktuelle Versionsnummer der App 4.2.0, erforderliche Android-Versionsnummer 5.0 oder höher und bei 1106 Gesamtbewertung eine Durchschnitt-Sternebewertung von 4,6 von 5 Sternen. Cartogram, was macht das? Ganz einfach, ihr könnt, ihr habt Zugriff auf, auf Google Maps und könnt euch einen Standort raussuchen, das Ganze dann abspeichern und als Wallpaper auf eurem Android Smartphone hinterlegen. Ich habe über so eine ähnliche App gesprochen, die es auch für iOS gibt, habe ich irgendwann mal drüber gesprochen. Das kann ganz geil aussehen teilweise. Ihr könnt zum Beispiel speziell, dass es so dunkler ist, das sieht dann gut aus auf OLED-Screens und so weiter und so fort. Live-Wallpaper, wie gesagt, keine Werbung. 30 plus Map-Styles, including beautiful AMOLED-Styles, was ich eben halt so erwähnt habe. Könnt ihr euren Wohnort oder was auch immer oder, keine Ahnung, Hafen von Sydney oder New York oder Vancouver oder naja, was auch immer, was halt für euch irgendwie wichtig ist. Und teilweise kann das halt sehr nett und sehr einzigartig aussehen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, meiner Meinung nach. Cartogram. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de. facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.